Und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play Gothic 3. Wir sind im Moment noch auf dem Weg Richtung Ishtar, da oben sieht man das Ganze schon. Und ja, wir wollten uns kurz diese Oase da unten ansehen und die Höhle, die man da oben sieht. Und ich habe es letztes Mal schon gesagt, ich glaube in Ishtar werden wir nicht so viel zu erledigen haben, weil wir da glaube ich nicht reinkommen. Und dann werden wir dort einfach versuchen, unsere... unsere Befreiungsaktion zu starten, hier von Varant. Die packen wir uns jetzt mal. Das war nicht gut. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Ich glaube, es wird nichts werden. Obwohl... Vielleicht packen wir es doch. Nee, du. Obwohl, komm, das wird was. Jawohl. Geschafft. Geschafft haben wir's. Und bald ein Level oben. So, kippen wir nochmal einen Trank und vielleicht auch sogar nochmal einen. Und dann schauen wir uns hier mal um. Was gibt es hier Tolles? Wahrscheinlich nichts. Oder? Es gibt einen schwebenden Stein. Einen merkwürdigen Altar. Und wie ich schon vermutet habe, gibt es ansonsten hier wirklich nichts. Ja, das ist ein bisschen blöd. Das ist immer so dieses... Dieses Erkundungsproblem, ne? Man will hier sich Sachen angucken und denkt sich, boah, das ist der super Ort hier, um irgendwie super Loot zu verstecken oder sonstiges. Und dann gibt's hier einfach gar nichts. Hier gibt es nichts. Noch nicht mal irgendeine blöde Truhe. Hier in diesem entlegenen Loch nichts. Gar nichts. Naja. Sei es drum, dann machen wir uns eben auf zu dieser Höhle, die wir da oben entdeckt haben. Die hoffentlich nicht nur eine Fata Morgana war, sondern jetzt auch wirklich eine Höhle ist. Und nach dieser Höhle kümmern wir uns dann um Ishtar. Ishtar! Und da werden wir dann mit ziemlicher Sicherheit noch einen Feuerkelch bekommen. Da bin ich mir wirklich sicher. Ich denke, in Ishtar, dieser Zuben oder wie der heißt, der wird noch einen haben. Einer wird noch in dem Tempel sein und dann fehlt uns, glaube ich, noch ganz genau einer, oder? Kann das sein? Wir haben 10 Stück. Es sind 12. Es fehlen uns... Oder es sind 12, ne? Ich glaube, wir fehlen uns nur noch 2. Einer in Ishtar und einer bei dem Tempel. Oder in diesem Tempel ist noch eins von diesen Adanos-Artefakten. Das kann natürlich auch sein. Man weiß es nicht. Und ich habe auch nicht nachgeschaut. Keine Ahnung, wir werden es einfach rausfinden. So. Bist du eine Höhle gewesen hier oben? Du bist keine Höhle, ne? Doch. Oder? Doch, du bist eine Höhle. Sind in dieser Höhle mir freundlich gesinnte Nomaden? Ich denke es nicht. Ich denke, da wird ein Löwe drin sein oder, ja, oder toll, Blutfliegen. Noch besser. Nicht. Denn ich hasse Blutfliegen. So sehr. Hui, komm her. Aber gut, dass wir unsere Armbrust haben. So, denn damit klappt das ganz hervorragend.
Okay, ich glaube, das Ganze hat sich total nicht gelohnt. Wow. Das ist, ja, wow. Das war unglaublich. Also irgendwie bin ich hier von diesen Höhlen und allem bin ich wirklich enttäuscht gerade, ne? Also, weil hier ist ja echt nix. Also das spornt mich nicht gerade dazu an, mir hier die Umgebung anzugucken, muss ich ja sagen. Das war in Gothic 1 und 2 auf jeden Fall 10.000-fach schöner. So. Aber jetzt genug geschwafelt, wir gehen jetzt nach Ishtar. Ishtar, 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 Tetere! Und da werden wir dann anfangen, hier das gute Varan zu befreien. So, geht's hier lang? Jawohl. Und bei dem Zuben, fällt mir dazu gerade ein, kann man hier den Meister der zwei Klingen, glaube ich, lernen. Das ist der Einzige, der einem das beibringen kann. Daran erinnere ich mich noch. Aber man muss es halt erstmal schaffen, da hinzugelangen zu dem. Ich glaube, damals hatte ich es damals sogar geschafft. Ich glaube, in der Wüste war ich als Zweites und dann in Nordmar, so wie jetzt hier beim Let's Play. Ich glaube, da hatte ich es sogar geschafft zu ihm. Oder war es umgekehrt? Erst Wüste, dann Nordmar? Ich glaube, ich hatte es umgekehrt gemacht. Erst Nordmar, dann Wüste, genau. Und beim Zuben habe ich dann aufgehört, weil ich versucht hatte, den zu töten auch. Und ich hatte es, glaube ich, ums Verrecken nicht hinbekommen. Viele Schakale, denen wir ganz gekonnt aus dem Weg gehen. Ja, und man sieht es schon, da oben ist nicht viel an Zivilisation vor Ishtar. Also irgendein Dorf oder so, wo man Aufträge bekommen könnte. Deshalb denke ich, wir werden das einfach... Obwohl, doch! Cool, es gibt ein kleines Dörfchen davor. Wo man anscheinend dann auch Aufträge machen kann. Und brauchen wir dann nur Ruf in Ishtar, um da irgendwie hinzukommen? Ich glaube nicht. Man braucht Ruf bei den Assassinen. Ist hier überhaupt jemand? Ja, hier sind sogar Menschen. Das ist ja unglaublich. Kann man mit diesen Menschen sprechen? Giacomo! Willkommen an den Brunnen von Ishtar. Ich bin Giacomo. Wenn du Wasser kaufen willst, bin ich dein Mann. Giacomo, hieß nicht auch so einer in... Zeig mir deine Ware. In das schwarze Auge? Ich glaube, in diesem Adventure-Dings, was wir mal gespielt haben, hieß auch einer... Ja doch, hieß auch einer Giacomo. Ich erinnere mich. Ich glaube, das war der Elfenforscher, ne? Das kann sein. So, das Ding kloppen wir weg. Das Ding kloppen wir auch weg. Warte mal, das ist 3900 jetzt. Dann machen wir das so. Na komm. Es ist eh egal, wir haben so viel, wir können eigentlich auf alles hier kacken, um ehrlich zu sein. So, es war jetzt nur so ein Händler und ansonsten kann man hier wahrscheinlich auch nicht viel machen. Ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, dass hier in dieser Wüste, also in Varant eben weniger Entwicklerarbeit gesteckt worden ist. Keine Ahnung. Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Störe mich nicht. Guck mal. Was Man kann mit du? Dem nicht sprechen. Der gibt einem keinen Auftrag. Das ist wirklich komisch. Obwohl er einen Namen hat. Echt strange. Richtig, richtig strange.
So, da oben ist auch eine Höhle. Und ich kann ja meinem Rudelführer... Warte mal. Die scheinen irgendwie wichtig zu sein. Deshalb schnappe ich mir die mal. Komm her, Rudelführer. Stirb, Rudelführer. Und du auch. So, gucken wir mal hier in die Höhle. Da wird wahrscheinlich auch wieder nichts drin sein. Oder sind hier Menschen drin? Es sind Schakale. Natürlich. Aber dahin ist eine Truhe. Das heißt, es könnte uns eine Belohnung erwarten, dass wir diese Schakale hier töten. Da ist auch ein Rudelführer. Und jetzt sollten wir langsam mal das Schwert ziehen. Geil. Super geil. Oh Gott. Es war ja schon fast klar. Das sind viel zu viele. Wie soll man denn das... schaffen? Gut, man muss einfach nur den ersten Schlag irgendwie hinbekommen. So, was gibt's hier? Nix. Was ist in dieser Truhe? Was total Tolles. Ein Kriegshammer. 120 Schmetterschaden, cool. Das ist ja sogar schon fast nicht schlecht. Ist der einhändig? Ich glaube, der ist zweihändig, ne? Ja. Krass. Schön, schön, aber den brauchen wir nicht. Wir nehmen wieder unser Bastardschwert und nehmen das Schild. Irgendeine mächtige Einhandwaffe könnte doch einfach mal hier sein. Hm? Irgendeine Einhandwaffe mit 100, 130 Schaden. Nicht hier so... blöde Zweihandwaffe. Braucht doch keiner. Und was brachte mir das jetzt hier, diese Rudelführer zu töten? Gibt es da noch einen? Wahrscheinlich. Zwei ist ja irgendwie... keine gute Questanzahl oder vielmehr Aufgabenanzahl. Da hinten. Warum sollten da Schakale sein? Aber das wird wahrscheinlich ein Auftrag sein für irgendwie Zuben oder irgendeinen Kerl innerhalb der Mauern von Ishtar. Da sind zwei Schakale. Schakale, 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 aber kein Rudelführer. Ja, ja, geh weg. Ich will nichts mit dir zu tun haben, du alter Schakal, du. Huch. Ach, komm. Weißt du was? Genug jetzt hier umhergeschaut. Wir gehen jetzt einfach zum Eingang von Ishtar und gucken, was passiert. Ob wir da irgendwie rein können oder sonst irgendwas machen können. Oder ob wir uns den Weg freikämpfen müssen. Lalalalalala. Und es ist halt echt merkwürdig, dass man hier für die Leute keine Quests machen kann. Oder gar keine Quests eben bekommt. Das ist echt komisch. Richtig komisch. Aber gut, vielleicht gibt es ja hier oben noch Leute, aber da werden wir dann auch keine Quests bekommen. Komm schon! Schneller!
Lauf, Held, lauf. Da kann man hoch, bringt uns nix. Da oben ist der Eingang, aber hier ist... Hier ist auch nix. Aber warte mal, ich gucke mal da, vielleicht... Liegt ja hier irgendwo vor den Mauern ein Teleportstein rum, aber es sieht nicht so aus. So, und ich denke, dass diese Typen uns nicht reinlassen werden. Sie werden uns nicht hineinlassen. Ich mach mal einen Quicksave und versuch's einfach mal, aber ich glaube nicht, dass das was wird. Halt! Solange du kein Freund bist, wirst du die Stadt nicht betreten. Wie sieht's aus? Kann ich rein? Du bist kein Freund der Assassinen. Ich okay. Ja gut, dann heißt es wohl, wir müssen kämpfen. Coole Musik. Und die haben, so wie es aussieht, auch keine Fernkampfwaffen hier. Hier draußen die. Pam! So. Und mit ihren popeligen Speeren machen sie doch schon ordentlich Schaden. Und wir müssen schnell sein, damit wir hier alle abstechen können gleich. So, wir fangen bei ihm an. Quest gescheitert, Zugang Ishtar. Ja, mag sein. Wir verschaffen uns den einfach so. Indem wir... Obwohl, warum ist jetzt Jack die Quest gescheitert, Zugang Ishtar? Wir haben doch jetzt Zugang. Nächstes Mal werde ich es dir zeigen. Glaubst du, das hat weh? Ja, es sah zumindest so aus. So, mach's gut. Weg mit der Waffe. So. Und der letzte. Huch. Hey. Uff. Ich will das Zeug hier einsammeln. Und die Musik ist so cool. Din, din, din. So, wir machen das einfach so. Wir lassen den Rest jetzt einfach liegen. Okay. Zugang Ishtar, da wäre. Unser Zugang zu Ishtar. Und jetzt speichere ich aber gerade mal woanders. Und zwar dort, jawohl. Denn ich bin mir halt echt nicht sicher, ob wir das schon machen können. Oder dürfen. Oder sollen. Naja. Egal. Bleib stehen, du Feigling. Stirb! Stirb, 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 stirb. So, jetzt sind sie böse auf uns. Jetzt müssen wir sie auch nicht mehr erstechen. Jetzt können wir sie einfach so töten. Und das ist natürlich ganz gut. Hier kommen noch recht wenige. Obwohl. Okay, es sind doch einige. Wir müssen mal kurz ein Stückchen zurücklaufen. Und warum helfen uns diese blöden Sklaven eigentlich nicht? Hm? Ihr blöden Nauer-Sklaven! Helft uns! Okay, weg, weg, weg! Oh! Bleib stehen, du Hund! Du Hund! Ich bleibe nicht stehen! Ich renne. Ich renne weg! Denn ich will einen Trank trinken! Ich spieß dich auf! Die sind uns echt... richtig auf den Fersen! Okay, weg, 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 weg! Weg! Das war's nämlich gleich. Oh. Wenn wir keinen Trank bekommen. Sprinte mal los, mein Freund, sprinte!
So, jetzt, ich riskiere es einfach. Oh. Da oben sind sie. Hihi. Kommt her. Hey. So, und die nächsten. So. Pam. Blocken. Ui. Das ist gar nicht gut. Scheiße. Scheiße. Das war echt nicht gut. Verdammt. Verdammt und zugenäht. Na gut, versuchen wir es halt nochmal. Und treffen natürlich nicht. Und dieser innere Ring hier scheint ja doch echt recht groß zu sein. Zack. So, wir machen das jetzt ein bisschen langsamer. Wir gehen jetzt einfach ein Stückchen weg. Und locken die uns so ein bisschen einzeln an. Zumindest wäre es schön, wenn das so funktionieren würde. Ich glaub's zwar nicht, aber ein Versuch ist es ja wert. Ein Schuss noch, komm. Jawohl. Und da kommen auch schon die anderen Herren. Okay, kurz weg. Ich sterbe nicht! Das kannst du vergessen! Okay, wir packen uns erstmal die Elite-Krieger. Denn die können ja nicht umgeworfen werden. Und immer schön Vorsicht vor dem Magier, der hier gleich rauskommen könnte. Denn auf den... Da ist er nämlich. Uff. Auf den habe ich eigentlich keinen Bock. Nein! Ach Mann, Leute. Das ist echt nervig. Das ist gerade echt nervig. Man kann es nicht anders sagen. Soll ich mal einen Golem beschwören? Ach nee, wir haben gar... Oder doch, haben wir das noch? War eh der falsche Spielstand. Haben wir noch einen Golem? Ich weiß es nicht. Oder sollten wir es mal mit dem Bogen versuchen? Haben wir noch Feuerpfeile? Auch nicht mehr so die Welt. Es ist blöd. Das ist alles ganz schön blöd hier so. Du Hund! So, ein Schuss noch, dann sind sie rot und dann hauen wir erstmal kurz ab. So. Komm schon! Alter, was machst du denn? Ist ja schlimm. So, komm her. Blocken. Die sind nervig, ne? Wie diese blöden Ork-Kämpfer, die auch immer umfallen. Okay. Komm her. Jetzt sind wir natürlich schön weit weg, sodass uns der blöde Magier da oben gleich richtig schön angreifen kann. Da kommt er noch nicht. Blocken. Den getötet. Geblockt.
Man hört jetzt im Hintergrund wieder schön meine Maus, glaube ich, wie ich da drauf rumprügel. Wieso nur? Ich rette mich hier runter. Blöder Magier. Ich mache auch gleich einen Quicksave, wenn das so weitergeht. Muss ich ehrlich sagen, ich glaube, ich mache hier gleich einen Quicksave und wir... Was ist denn hier los? Jetzt kommen die da unten. Okay, komm, wir machen Quicksave und töten sie. Was ist denn hier los? Jetzt rennen die hier den Berg runter, oder was? Ist ja auch cool. So, Kasim. Stirb! Das ist doch wohl nicht wahr! Genau. Teleportstein, cool. Okay, und ein Trank. Und dann müssen wir uns wieder da hochschleichen. Glaube ich weniger. Huch! Das ist nämlich dein Ende! Ein Magier mit... Nein! Blöder Surus! Kampf mit Surus? Okay. Heiltrank. Nein! Das ist richtig übel hier gerade. Und Quicksave. So, jetzt müssen wir uns hier wieder hochkämpfen. Schick du mich mal, da sind die anderen. Und da ist der nächste Scheißmagier. Boah, Leute. Und die sind... die sind ausdauernder als die Orks, ne? Das muss man so sagen. Die sind ausdauernder als die Orks, du blöder Magier! Wut! Wut, Wut, Wut. So, wir warten jetzt einfach hier. Dann können wir nämlich auch ein bisschen Ausdauer regenerieren. Kommt her! Okay, da oben. Na? Treffe ich den so? Cool, ich treffe den sogar. Witzig! Komm her! Da war der Magier. Und da ist ein ganzer Haufen. Ich halte jetzt einfach mal hier drauf. Treffe aber irgendwie keinen. Scheiße, jetzt kommen sie. Ne, jetzt gehen sie wieder. Was ist denn hier los? Oh nein, da kommt der Magier und der geht wieder. Nerosul. Nerosul wird sterben, aber ich glaube, er heilt sich gleich. Nee, er stirbt. Okay, komm. Wir nutzen das Ganze jetzt nicht so heimtückisch hier aus. Wir greifen jetzt an. Gut, wir haben es in dem Sinne ausgenutzt, dass wir den... Bleib stehen, du Hund. Den verdammten... Magier getötet haben. Aber ich glaube... Es sind gar nicht mehr so viele. Es können gar nicht mehr so viele sein. Stirb, stirb, stirb! La 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 la.
Aber ich denke, die werden auch nicht so einfach fliehen. Die werden bis zum Ende hier kämpfen. So, jetzt packen wir uns den. Den Musan. Ach was. Mir ist echt gerade befreit. Ja, und was ist mit diesen Zuben? Was ist mit dem? Weil... den müsste man ja eigentlich auch noch irgendwie töten, ne? Oder nicht? Da oben ist er nämlich, glaube ich. Ja, da ist er. Okay. Gut, wir haben ja noch den einen den einen Speicherstand, wo... er kommt. Ach krass. Wir haben ja noch den einen Speicherstand, wo... genau, greif den alten Zuben an! Wo wir vor Ishtar sind. Bleib stehen! Töte ihn! Gleich haben wir ihn! Töte Zuben! Ruf bei den Rebellen! Großschwert. Der Stab des ewigen Wanderers. Das Ding ist natürlich jetzt wieder schön abgenutzt. Warum? Mann! Achso, der Stab. Warte mal, den gucke ich mir gerade mal an. Schamanenstab. Stab. 33.000. Warum ist der so viel wert? Und warum hat der Kerl hier nirgendwo einen blöden... Mucke, ey. Warum hat der Kerl hier nirgendwo einen Feuerkelch? Okay. Der Löwe greift uns an. So. Pam. Dann machen wir heute wieder ein bisschen länger. Aber dafür haben wir die Hauptstadt hier von den Assassinen halt eben befreit. Und hier muss doch irgendwo... muss dieser Typ... Ich will keinen Ärger haben. Was ist denn? Hier sind alle tot. Das ist... aber da hinten sieht es so aus, als ob da noch irgendwas sein könnte. Irgendetwas Spannendes, eine Schatzkammer oder so. Zumindest ein Pult. Hier steht nichts Neues. Noch ein Buch. Aber das Schwert war von Feuer umgeben. Und Enos war... Enos! Und Enos sprach zu Roba, steig hinab von den Bergen und besiege meine Feinde. Altes Wissen, ja, das bringt uns alles total... ah! So, holen wir erstmal das Gold. Leiser Tod. Von diesem Bogen habe ich schon mal gelesen. Der soll gut sein. Der soll sehr gut sein. So. Jetzt aber bitte. Erzrohling, Silberpokal, ja, wow. Jetzt aber bitte, ein Feuerkelch. Armeebogen. Jetzt aber bitte, hier ein Feuerkelch. Natürlich nicht. Ich weiß langsam echt nicht mehr, wo die sein sollen. Also ich hätte wirklich... wirklich damit gerechnet, dass er hier einen hat.
Belia-Tempel im Bakarash, Kloster. Teleport nach Bakarash, nach Beneria, Faring. Nach Ishtar hatten wir zwei, wir hatten doch eben noch einen komischen gefunden, ne? Egal. Goldpokal, ja, hier ist... Hier ist einfach alles. Nur kein Feuerkelch, ne? Weil am Ende müssen wir nämlich wirklich dann nachgucken, denn ich, hab dann wirklich nämlich keine Ahnung mehr, wo das Ding sein soll. Aber gut, das ist ja eigentlich immer so, wenn... Was ist denn? Wenn man irgendwie die letzten Dinge hier von irgendwas sucht. Boah, der hat aber auch wirklich viel Gold hier rumliegen, ne? Der hat aber auch wirklich... viel hier rumfliegen. Was ist denn? Nix, penn weiter. Schlaf, Kindlein, schlaf. Der Held, der hüt die Schaf. Nee, hier ist nichts. Hier irgendwie an seinem Thron daneben auch nicht. Dahinter auch nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Belia! Nee. Gut, wir können uns jetzt natürlich noch in der nächsten Folge mal hier außerhalb umsehen. Da geht's nämlich auch noch runter. Hier ist auch noch ein Schrein. Ein paar Gewürze, ein wenig rühren. Interessiert die das eigentlich, wenn ich jetzt hier alles leer räume? Ich glaube nicht, ne? Aber das werden wir gleich auch in der nächsten Folge machen, denn wir haben fast 40 Minuten und das ist ein bisschen viel. Da sitze ich wieder 10 Jahre am Rendern und am Hochladen. Achso, den Bogen wollten wir kurz angucken, das machen wir noch. Der ist nämlich... schon wirklich richtig gut. 230 Jagdgeschick braucht er. Das haben wir nicht. Hier steht nichts Neues. Heißt, wir brauchen echt noch Jagdgeschick. Dim, dim, dim. So, lesen wir hier noch. Uninteressant. Natürlich. Interessiert dich überhaupt noch was, du? Held, du? Auch nix. Gut, und jetzt sind wir dann eben so weit, dass uns alle hier auch in der Wüste hassen und angreifen werden. Zumindest die Assassinen. So, und das sieht doch hier so aus, als ob hier irgendwie der Karmok, der kann uns bestimmt noch was sagen. Du solltest jetzt gehen. Als ob hier irgendeine Ausgrabung vonstatten ging. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Bis denn dann. Tschüss.